Halasana. Der Pflug ist eine der 12 Grundstellungen der Yoga-Vidya-Reihe. Er kommt zwischen dem Schulterstand Sarvangasana und Matsyasana, also zwischen Schulterstand und Fisch. Vishnu Prema zeigt, wie es geht. Ausgangsposition Shavasana, Rückenlage. Von hier gib die Beine zusammen und die Handflächen auf den Boden, hebe die Beine hoch und komme zu Sarvangasana, zum Schulterstand. Von hier senke die Beine hinter den Kopf und falte die Hände und gib die Hände auf den Boden. Dies ist Halasana, der Pflug. Halasana fördert die Flexibilität in der Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, wie auch im Becken, im Hüftgelenken und auch in der Rückseite der Oberschenkel, in den Kniekehlen und Waden. Halasana hilft, dass der Geist nach innen gehen kann, gehört also zu den meditativen Asanas, die auch Pratyahara, Rückzug der Sinne, fördern. Halasana aktiviert Anahata Chakra und Vishuddha Chakra. Halasana kann zu den Stellungen gehören, die du auch länger halten kannst. Nach Halasana gehst du entweder direkt zum Matsyasana, zum Fisch, oder erst zu Setu Bandhasana, Brücke, dann Chakrasana, Rad und dann zum Matsyasana. Alle Informationen über viele verschiedene Variationen von Halasana auf wiki.yoga-vidya.de